Hallo, weißt du, was heute für ein Tag ist? Weltfrauentag. Ja, heute ist der Weltfrauentag, der 8. März. Der Weltfrauentag? Ich weiß, dass heute der Weltfrauentag ist. Was denken Sie, sind Frauenrechte? Frauenrechte, so wie ich sie verstehe, wären einmal eine absolute Gleichberechtigung, ja, und letztlich, dass man im Grunde gar nicht mehr über unterschiedliche Rechte sprechen müsste. Ja, also Frauenrechte sollten eigentlich gar nicht extra benannt werden, müssen sie aber, weil das zeigt, weil es eben noch sehr viel Ungleichheit gibt auf verschiedensten Ebenen. Frauenrechte heißt Gleichberechtigung. Und das heißt, dass sie eben als Menschen ernst genommen werden und nicht hinter Männern zurückstehen, so wie das eben in der Vergangenheit leider immer gewesen ist. Also, dass Frauen halt die gleichen Rechte haben auch wie Männer. Also, dass das eigentlich genau das Gleiche eigentlich sein müsste, dass sie die gleichen Rechte haben sollten. Und denkst du, dass die Frauenrechte in unserer Gesellschaft gegeben sind hier in Deutschland? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass es vereinzelt Personen gibt, die denken, dass es nicht so wichtig ist, Frauenrechte, aber dass sie auf jeden Fall gegeben werden und auch von der Politik vor allem auf jeden Fall vorhanden sind hier in Deutschland. In Deutschland ist die Gleichberechtigung sehr weit fortgeschritten, aber auch noch nicht zum Ziel gekommen. Wenn wir Pech haben, wird es eine Rückwärtsrolle geben, weil jetzt gerade viele Einflüsse gegenwirken. Und natürlich gibt es viele andere Länder, in denen auch heute noch die Frauenrechte sehr, sehr fragwürdig sind, beziehungsweise Frauen wirklich offensichtlich diskriminiert werden. Nicht wirklich. Also man sieht ja auch, bei Berufen oder so kriegen die Frauen weniger Geld oder sie werden halt nicht so angesehen, dass sie genauso gut werden wie Männer oder so, weil sie schwächer sein sollen. Also. Und weshalb finden Sie dann, dass die Gleichberechtigung, also warum es wichtig ist, dass Frauen und Männer gleichberechtigt werden? Na, nur weil wir alle Menschen sind, ne? So. Also weil das, glaube ich, vor allem auch so im Job eigentlich genau das Gleiche zählen sollte. Also dass das halt einfach, dass man da eigentlich keinen Unterschied sehen sollte zwischen den Männerrechten und den Frauenrechten. Ja, sich auch so, weil im Job ist es natürlich nicht gut, wenn die Männer dann irgendwie mehr Gehalt bekommen als die Frauen irgendwie und sowas. Ja. Sind halt auch Menschen, ne? Also ich meine, ist das Gleiche, ist ja eigentlich kein Unterschied, nicht wirklich. Und deswegen finde ich, also ich könnte jetzt genauso gut ein Mädchen oder eine Frau sein und jeder könnte das sein. Aber die Jungs sind jetzt nun mal Jungs geworden, Mädchen jetzt Mädchen. Und ich finde es einfach nur gerecht, wenn sie den gleichen Recht haben. Und was denken Sie, würde passieren, wenn Frauen keine Rechte hätten, beziehungsweise was für Auswirkungen hätte das auf unsere Gesellschaft? Ja, dann wären wir eine patriarchalische Gesellschaft, die nur von Männern beherrscht wird. Und ja, für den männlichen Teil der Bevölkerung, ich glaube noch nicht mal, dass es für den männlichen Teil der Bevölkerung schön wäre, dass alle Männer das zelebrieren würden. Ich glaube einfach, dass man sich persönlich und kulturell nicht so entfalten könnte, wenn die Hälfte der Bevölkerung einfach benachteiligt wird. Das ist einfach, ich glaube, dass eine Gesellschaft sich nicht entwickeln kann, wenn nicht alle Gruppen miteinander kooperieren und ihre Vielfältigkeit quasi an die Oberfläche bringen können. Dann gäbe es, glaube ich, nicht so viele Frauen in Berufen, für die man studieren muss oder in denen man Karriere machen kann. Es gäbe halt die Unterdrückung der Frau, viel mehr Hausfrauen, weniger Bildung bei Frauen, Mädchen, die nicht zur Schule gehen würden. Ja, das denke ich. Also kann ich mir schwer vorstellen, dass sie keine Rechte hätten. Das ist mir jetzt sehr... finde ich eine sehr krasse Vorstellung, aber es gibt Räume auf der Erde, wo Frauen deutlich weniger Rechte haben und dort herrscht Unterdrückung, Patriarchat, Misshandlungen sind quasi, werden kaum juristisch verfolgt und da gibt es verschiedenste Beispiele auf der Erde und das möchte ich mir für Deutschland gar nicht vorstellen. Also ich bin froh, dass es immer kritisch zu hinterfragen, wie ist eigentlich der Umgang miteinander und warum macht man sowas? Und
das nicht so negativ zu sehen, sondern eher als einen Dialog zu sehen, den man da führt. Und dann braucht man auch nicht darüber zu sprechen, wie wäre das wenn, sondern, also natürlich ist das wichtig, darüber zu reden, aber ich glaube, das Ziel ist nicht, irgendwas festzuschreiben, sondern einfach in der Diskussion zu bleiben. Es hat was mit Aktivität und Passivität zu tun. Männer sind Macher, Männer gehen raus, Männer tun. Das Bild aus dem 19. Jahrhundert, The Angel in the House, der Engel, der den Haushalt führt, das steckt einfach irgendwie noch drin. Eine passivere Rolle. Wenn Jungs forsch sind und vorpreschen, ist das in Ordnung. Wenn Mädchen das machen, kommt es einem manchmal noch komisch vor. Das ist, ne? Jungs tragen blau, Mädchen rosa. Ist absoluter Quatsch, aber es steckt irgendwie noch drin. Ich habe da im Referendariat viel drüber gelesen, dass allein im Unterricht und in der Schule das schon einen großen Unterschied macht, ob man jetzt von Mädchen- oder von Jungsseite da irgendwie so ein Thema betrachtet. Also ich glaube, dass es da schon anfängt, dass es teilweise vielleicht auch sinnvoll ist, dass man da verschiedene Entwicklungen hat und verschiedene Themen auch hat, die interessant sind. Das soll aber natürlich nicht heißen, dass das sich dann so ausprägt, dass eine Seite oder ein Geschlecht, ein Gender da mehr wert ist als das andere, sondern dass man dann irgendwie trotzdem immer wieder zusammenfindet und in der Gemeinschaft miteinander klarkommt. Ja, das ist das Wichtigste, glaube ich, dabei.